Ja, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zur ersten Folge unseres neuen Formats. Das heißt People and Places. Und ich freue mich ganz besonders, dass ihr heute als Gast den Stefan Groß bei uns haben. Er ist Chief Commercial Officer vom Zürich Airport. Herzlich willkommen, Stefan Groß. Guten Morgen, Marcel, und guten Morgen an alle, die an ihren Bildschirmen sitzen. Stefan, meine Einstiegsfrage: Was macht ein Chief Commercial Officer am Flughafen in Zürich? Ja, ein Chief Commercial Officer ist eine typische Rolle. Die meisten Flughäfen haben so eine Rolle und man verantwortet dann die Consumer Businesses am Flughafen. Also das, was man kennt als Passagier mit Geschäften, mit Gastronomie, aber auch Autovermietungen, Hotels, alles das, wo jemand konsumieren kann. Gleichzeitig schaue ich für die Erreichbarkeit vom Flughafen auf dem Landweg und auch für das Marketing und die digitale Kommunikation. Und wie stark hat das einen Bezug zum Fluggeschäft, zum eigentlich Core-Business des Flughafens? Naja, das Fluggeschäft, das lernen wir ja gerade wieder, hat historisch immer wieder mal eine Krise. Und darum ist das Kommerzgeschäft sehr wichtig, um noch als Infrastrukturbetreiber das etwas ausbalancieren zu können. Weil als Flughafen baut man ja eine relativ teure Anlage und wird variabel dafür entschädigt durch Passagiergebühren. Und mit einem Kommerzgeschäft kann man das natürlich noch etwas ausgleichen und in guten Zeiten auch Rücklagen bilden, die man dann in Zeiten wie diesen wieder einsetzen kann, um die Firma über die Runden zu bringen. Ja, du sprichst an, die Zeiten wie diese. Ich nehme an, das ist auch ein Novum beim Flughafen, dass man sowas erlebt. Wie ist die aktuelle Situation? Wie würdest du die aktuelle Situation am Flughafen beschreiben? Ja, es ist ja wirklich ein weltweites Problem. Es ist die größte Krise in der zivilen Luftfahrt, die es je gegeben hat. Es gab in der Vergangenheit Groundings von Airlines oder auch durch Kriege, vielleicht Einschränkungen, aber ein weltweites Daniederliegen, das hat es noch nie gegeben. Dementsprechend ist es dramatisch. Heathrow beispielsweise, das größte Flughafen in Europa, hat gestern kommuniziert, dass sie einen Jahresverlust 2020 von 2 Milliarden Pfund gemacht haben. Das gibt einem einen Eindruck, wie dramatisch die Situation gerade ist. Und ich kann vielleicht kurz etwas dazu noch zeigen, dass man sich das von den Zahlen vorstellen kann. Gerne. Da haben wir ja, so, schauen, ob ich das technisch hinkriege. Ah, nicht ganz so elegant, aber jetzt habe ich es. Also das ist ein Bild von Dübendorf vom letzten Frühjahr und jedes dieser Dinge kostet ja irgendetwas zwischen 50 und 200 Millionen Franken. Mittlerweile stehen die in Jordanien und an Orten, wo sie dann eben nicht korrodieren. Das war für Fotojäger, waren das interessante Bilder. Und das ist jetzt ein bisschen einfach gesagt die Situation. Das ist das Jahr 2020. Hier irgendwie im März ging es dann auf einmal, also das war im Prinzip Vorjahr und dann ging es fast gegen Null, ging im Sommer wieder auf ja, minus 75%. Und jetzt sind wir gegen Ende Jahr ging es wieder minus 90% und jetzt der Januar, Februar, März sind auch in der Größenordnung minus 90%. Da fehlen natürlich extrem viele Einnahmen. Und das sind auch jetzt unsere Zahlen in Zürich. Wir haben letztes Jahr 73,5% weniger Passagiere gehabt. 8,3 Millionen, das ist weniger als wo ich geboren wurde. Und ich bin Jahrgang 69. Flugbewegungen sind nicht ganz so stark zurückgegangen, weil es gibt etwas mehr Flugbewegungen, weil es auch Frachtflugzeuge gibt. Und das sieht man in der letzten Zahl. Das Frachtvolumen ist um ein Drittel eingebrochen. Aber da ist natürlich nach wie vor Nachfrage. Darum werden ja auch viele Passagierflieger mit reiner Fracht geflogen. Ja. Das sieht ja dramatisch aus, wenn man schaut, von welchem Niveau ihr eingestiegen seid, Ende vorletztes Jahr mit dem Einbruch
der Flugpassagiere. Jetzt meine Frage, wie wirkt sich das jetzt auf das Kommerzgeschäft aus? Ist das linear 1:1? Jetzt, wenn wir in Umsatz sprechen, also das sind ja, ich denke, Passagierzahlen lässt sich auch mit Frequenz vergleichen. Ist das automatisch gleich viel weniger Umsatz oder wie hat sich hier der Umsatz entwickelt? Ja, der Flughafen hat ja in dem Sinn, wir denken in drei Teilen. Es gibt den Teil des Kommerzbereichs, der auf der Luftseite ist, wo man nur mit Bordkarte reinkommt. Und dann sind natürlich 73% weniger Passagiere quasi 1:1 auch der Einbruch im Passagierbereich. Auf der Landseite ist es dann etwas besser, aber auch deutlich schlechter. Da sind dann vor allem die Einflüsse weniger Pendler, Homeoffice-Pflicht, all diese Dinge sind natürlich für einen Verkehrsknotenpunkt dann schlecht. Also ich denke, so wie jetzt ein Lebensmittelhändler oder eine Kaffeebar an einem Bahnhof schlechter läuft als in einem Quartier, ist das natürlich bei uns auch spürbar. Also wir hatten insgesamt rund einen Umsatzeinbruch von 60%. Landside oder Airside? Oder ist das über alles gesehen. Wie sieht es jetzt nur Landside aus? Ich kann mir vorstellen, es ist ein bisschen weniger, du hast gesagt, ein bisschen weniger betroffen, aber trotzdem natürlich auch die, sagen wir, auch das Personal am Flughafen ist ja, ja das deutlich ist, weniger. Also heute in groben Zahlen gesagt, wenn die Luftseite minus 70 ist, dann ist die Landseite irgendwo in der Gegend minus 50. Aber natürlich, die Statistik lügt dann ein bisschen, weil das kommt ja immer darauf an. Gewisse Läden sind ja im Moment noch zu oder es gab Lockdowns, die ja nicht alle betroffen haben. Die Lockdowns waren auch nicht genau gleich von den Regelungen her. Also ich habe eine extreme Bandbreite von Schicksalen, also von wirklich Unternehmen, die eigentlich 90% nicht realisieren konnten oder 90% im Minus sind und andere, die sich relativ gut halten. Alle finden das natürlich nicht lustig, aber die Betroffenheit ist sehr unterschiedlich. Also ein Coiffeur beispielsweise, das läuft immer noch ganz ordentlich und Lebensmittelhandel, solche Dinge. Jetzt, wir konnten ja im stationären Handel in der ersten Lockerung so einen Nachholbedarf beobachten, ja, dass da die Leute nach dem ersten Lockdown wirklich wieder in die Geschäfte geströmt sind und wieder so richtig Lust aufs Shoppen bekommen haben. War das bei euch auch erkennbar in den Umsatzzahlen bei der ersten Lockerung? Ja, das war erkennbar und ich glaube, wir waren da Teil des Gesamtmarktes. Es gab dann auf einmal, es lief ja sehr viel im Thema Heimelektronik, Sport, Kinderbekleidung, also all diese Dinge, wo dann ein unmittelbarer Druck da war und andere Branchen waren, ja, da war der Nachholbedarf vielleicht nicht so groß, beziehungsweise ich habe heute mal wieder ein Jackett an, habe ich jetzt auch nicht jeden Tag, also mein Verschleiß auf Businesswear ist niedriger als in der Vergangenheit und das spürt man natürlich dann in so Kategorien. Luxus ist immer sehr gut gelaufen, muss ich sagen. Man kann sagen, je stärker die Luxusmarke, desto robuster und unverwundbarer. Jetzt würde ich gerne switchen vom Flughafen auf den Circle. Das ist ja eigentlich unser heutiges Thema. Circle, jetzt für jemanden, der noch nie was von Circle gehört hat, gelesen hat, wie würdest du den Circle beschreiben oder um was handelt es sich beim Circle? Ja, der Circle ist ein Projekt, an dem der Flughafen Zürich vor über 10 Jahren angefangen hat zu arbeiten. Als Immobilienentwicklungsprojekt, ein Mixed-Use-Projekt, direkt im Flughafenzentrum eigentlich eine Landreserve aktiviert. Und vom Nutzungsmix ist es eben natürlich, wie man vermuten könnte, gibt es natürlich Offices, aber es gibt auch 2 Hotels, ein Convention Center, ein Gesundheitszentrum, Stores und Gastronomie und eben auch einen Outdoor-Bereich mit einem Park. Etwas, was in einem Flughafen-Kontext eher selten ist, weil man meistens reine Indoor-Welten hat. Gibt es da weltweit vergleichbare Projekte oder wo hat man sich dran orientiert, als man den Circle entwickelt hat? Gab es da ein Vorbild, Benchmark? Ja, ein eigentliches Vorbild gab es nicht. Es gibt
Es gibt einige Flughäfen, die entwickeln dann einen Business Park und dann, das ist aber dann sehr monothematisch. Offices, vielleicht noch ein Hotel und dann auch nicht so in die Mitte reingesetzt, sondern eher peripher. Man braucht noch einen Shuttle oder einen anderen Parkplatz. Was uns etwas geleitet hat bei dem Ganzen, waren eigentlich die Entwicklungen an asiatischen Flughäfen, wo ja zum Teil ganze Entertainment Parks und riesige Welten gebaut werden, jetzt kürzlich auch in Singapur mit The Jewel. Aber das ist dann nochmal eine ganz andere Liga. Das ist eigentlich wie ein Zoo Zürich, Masoala Halle und Shopping und Entertainment und alles. Und diese Dimension haben wir nicht. Wir haben es einfach auf Zürcher und Schweizer Verhältnisse eigentlich dann entwickelt. Ein sehr gut erschlossener Ort verträgt eben noch mehr Nutzungen, um diesen Knotenpunkt dann noch zu bereichern. Du hast schon angetönt, also man spricht hier von der Mischnutzung. Es wäre, glaube ich, aus meiner Warte komplett falsch, wenn man den Circle reduziert so auf Retail, obwohl man hat sehr oft gehört, dass das einfach die einzige Möglichkeit ist für den Flughafen, da sein Retail-Geschäft auszuweiten oder dann eben, sagen wir, als Konkurrenz zum klassischen Shopping-Center. Ich stelle jetzt die Frage trotzdem, was den Circle oder sagen wir es mal so, was das Retail-Angebot im Circle eigentlich von einem klassischen Shopping-Center differenziert, sagen wir es als Konkurrenz der anderen Shopping-Center hier im Einzugsgebiet. Ja, ich wechsle vielleicht mal auf dieses Bild. Da sieht man noch, wie der Circle eigentlich im Flughafen angeordnet ist. Also der Flughafen hat selber von der Bausubstanz ist es eigentlich eine Kurve. Und wir haben noch mal eine Kurve hineingelegt ins Zentrum. Und wir haben, wenn du jetzt mich fragst nach im Vergleich zu anderen Shoppingcentern, wir haben ja bereits ein Shoppingcenter. Unsere Ausgangslage war ja, okay, wir haben eine Luftseite mit Travel Retail, das wäre da im linken Bereich, also diese Melonenschnitzform, das ist das, was Passagiere kennen, wenn sie abfliegen. Dann haben wir hier unter den Parkhäusern eigentlich ein klassisches Shoppingcenter für Convenience, viele Menschen, wenig Zeitbudget, alles für den täglichen Bedarf. Und im Circle haben wir das dann erweitert und haben eben dann bewusst Geschichten gesucht, wo es entweder von der Qualität, von der Positionierung, dass es Premium ist oder neue Produkte, erklärungsbedürftigere Produkte, also jetzt nicht der klassische Ort, für wo am Mittwochnachmittag ganz viele Schüler sind, um Fast Fashion zu kaufen. Das war nicht die Idee, sondern es ist ja auch eine Business-Adresse, viele erwachsene Menschen, die arbeiten und schöne Dinge, die es im Leben halt auch braucht. Also ein langsameres Shopping-Erlebnis als auf dieser Seite, wo der schnelle Einkauf eigentlich im Vordergrund steht. Jetzt, der Flughafen spricht eigentlich von einer Destination, obwohl man klar erkennen kann, dass es eigentlich auch schon durch die Straße, die eigentlich die beiden Dinge trennt. Trotzdem sagt man, ist eine Destination. Was für eine Rolle oder was für eine Funktion nimmt denn der Circle in dieser Gesamtdestination Flughafen ein oder soll einnehmen in Zukunft? Ja, man sieht es auch in diesem Bild. Der Flughafen Zürich ist in dem Sinn ein typischer Flughafen, dass er so organisch gewachsen ist. Da wurde immer mal etwas dazu gebaut, weil es ein Bedürfnis gab und dann musste Kubatur erstellt werden, um das unterzubringen. Und es hat uns eigentlich auf der Landseite auch ein Ort gefehlt, wo man eben beispielsweise auch eine andere Gastronomie machen kann. Ja, es ist klar, dass man an einem Flughafen klassische Fastfood-Anbieter braucht und Schnellverpflegung, Selbstbedienungsrestaurants, diese Dinge. Und im Circle, weil es auch eine andere architektonische Qualität hat, haben wir auch gesehen, also da kann man dann wirklich auch 2 Stunden gemütlich Mittagessen und sich für Geschäftsessen, auch für andere Dinge. Also ich muss das vielleicht kurz sagen, ich war mit meiner 20-jährigen Tochter an ihrem Geburtstag im Circle dann essen. Und wir waren vorher nie jetzt, ein Geburtstagsessen mit meiner Tochter am Flughafen hätte ich vorher nicht gemacht. Ja, weil das Angebot ist dann doch sehr
sehr rational und mehr emotionale Dinge, wo wir auch, ja, auch einen anderen Standard bieten. Das war mal uns sicher wichtig. Und dann ist das ja auch der Firmensitz dann von vielen Firmen, die diesen Standort bewusst gewählt haben, weil sie eben am Tor zur Welt ihre Headquarters haben wollen. Und das führt ja auch zu diese 6.000 Leute, die dort arbeiten, die haben auch Bedürfnisse. Und auf das haben wir es dann eben auch ausgerichtet. Also es ist, zu deiner Frage, welche Rolle spielt es? Es ist eine Destination in der Destination. Wir haben auch gemerkt, der Besucher sagt nicht so, ja, ich war jetzt im Airside Center oder ich war im Airport Shopping oder ich war am Circle noch am ehesten, weil es ein iconic Building ist, das man sich merken kann. Aber man ist dann doch am Flughafen gewesen, so in der Denke, weil die entscheidende Straße ist ja die hier ganz rechts, die Autobahn. Da hört eigentlich der Flughafen auf. Und das ist in der Wahrnehmung eben schon Flughafen oder Flughafenkontext. Jetzt, dass eine Destination überhaupt funktioniert, braucht es ja eine gewisse Anziehungskraft und eine Aufenthaltsqualität. Ja. Und du hast erwähnt, dass eigentlich Aufenthaltsqualität mehr Thema Circle ist. Meine Frage ist, wie stark, sag ich mal, ist die Abhängigkeit von der hohen Frequenz, die eigentlich der Flughafen bringt, für den Circle, dass es funktioniert? Oder könnte der Circle als Standalone-Objekt auch funktionieren? Ja, also die Frage hat sich ja für uns nicht gestellt, ob wir das jetzt am Flughafen realisieren oder in Embrach, ja, sondern das war schon immer klar, hier in der Mitte ist ja auch das sieht man jetzt auf dem Bild nicht so gut, aber da ist ja auch eigentlich der ÖV, der dann ankommt mit Bussen und Tram. Mhm. Wir haben in dem Sinn auf dieser Seite natürlich Pendler, große Pendlerströme und Passagierströme. Und diese Leute haben alle ein begrenztes Zeitbudget. Also wer gestresst ist und eh in 7 Minuten wieder weiter muss, der wird kaum in den Circle gehen. Aber wir haben eben die Idee gehabt, es ist dann doch ein sehr gut erschlossener Ort, dass wenn man eine halbe Stunde hat oder eine Stunde, dann kann man hier etwas anderes erleben. Und ich muss das vielleicht auch einfach mal anhand von Beispielen zeigen. Ich meine, wir haben zum einen eine sehr moderne Architektur, das polarisiert natürlich auch. Die sehr romantisch veranlagten Menschen finden das zu urban, zu downtown. Aber ich glaube, man sieht schon, das ist ein Ort, der sicher auch Leute, die ein modernes Umfeld suchen, anspricht. Das ist jetzt ein Bild vom Hauptplatz an Weihnachten. Am Hauptplatz selber sind die zwei Units von Jelmoli. Man sieht auch, wenn man da rüberläuft, kommt man dann in das Airport Shopping oder zu den Terminals. Das sind also kurze Wege. Convention Center, das ist leider im Moment natürlich noch nicht aktiviert, weil es keine Möglichkeit gibt für Veranstaltungen. Aber wir haben, ich zeige jetzt ein paar Bilder von realisierten Stores. Das ist die weltweit größte Omega-Boutique und es ist eben auch eine Omega-Erlebniswelt. Oder so ein Restaurant, das hatten wir bis jetzt nicht, das ist das Rooftop-Restaurant Sablier. Auch ein Hörgeräte-Shop kommt anders daher im Circle. Das war eine ganz interessante Geschichte, dass an sich keiner will ja ein Hörgerät, keiner träumt von einem Hörgerät, aber wenn man eins braucht, dann möchte man das eigentlich möglichst von Apple oder im Apple-Style. Und da hat Neuroth eben ein sehr gutes Konzept gemacht. Oder auch wiederum Gastronomie mit dem echten Pizzaofen und Jelmoli mit dem Sportshaus. Also wir haben viele solche auch Umsetzungen gehabt, die nicht Copy-Paste waren. Eigentlich alle Ladenentwicklungen waren keine Copy-Paste-Ansätze. Ja, sehr ansprechend. Konzeptionell, du hast gesagt, ihr sprecht von einer Destination, das ist nachvollziehbar und ich kann mir auch vorstellen, dass es eben dann den Mehrwert gibt für Menschen, die dann in die Destination Flughafen gehen und die Möglichkeit haben, sich da in diesem neuen, wirklich sehr innovativen Projekt auch aufzuhalten.
Du hast ja, glaube ich, im Februar 2016 angefangen am Flughafen. Ja. Was hast du angefunden? Wie hat sich dieses Projekt dir präsentiert, als du begonnen hast am Flughafen? Ja, das war ja vor 5 Jahren. Da war der Investitionsentscheid war gefällt. Also es war klar, wir bauen das jetzt. Wir hatten ein paar große Steine schon gelegt im Sinn von, es war klar, dass das USZ das Gesundheitszentrum macht und das Hyatt unser Partner ist für die Hotels und Convention. Und wir hatten ein paar ja, Vermarktungsgespräche oder Mietgespräche, die schon relativ weit waren. Also im Verlauf vom Jahr 2016, in meinem ersten Jahr, ist dann zum Beispiel auch der Mietvertrag mit Jelmoli unterschrieben worden. Aber es war natürlich in dem Sinn eine Grube und alle Gespräche waren anhand von Renderings und Plänen. Und es ging natürlich immer darum zu erklären, was machen wir da und ja, ist es jetzt ein Spital? Nein, ist es ist kein Spital. Ist es ein Shoppingcenter? Nein. Es ist auch natürlich in der Retail-Welt in den Gassen. Ihr macht es Bürogebäude oder ihr baut Hotels. Viele haben immer gesagt, sie wollten irgendwie wissen, was ist es jetzt und wollten eine einfache Antwort. Und ich glaube, das ist auch die Stärke des Projekts, dass es eben nicht nur eine Antwort gibt, dass es von mehreren Ideen lebt. Und jetzt natürlich im Zusammenhang mit der Eröffnung haben wir natürlich bitter lernen müssen, dass gewisse Ideen erstmal on hold waren, weil Hotelzimmer und Convention, das gab in den letzten 50 Jahren noch nie schlechteres Timing, um so etwas zu eröffnen. Jo. Also wir sehen eine lange Planungs-, Entwicklungs- und Bauphase. Ihr wolltet eröffnen am 10. September im Jahr 2020. Wann habt ihr das erste Mal gemerkt, war das, dass es irgendwo einen Verzug gibt, dass diese Pandemie doch einen massiven Einfluss hat auf die Weiterentwicklung vom Circle, auf die Eröffnung? Wann war das? Was hat das ausgelöst bei euch? Ja, das hat natürlich sehr viel Stress ausgelöst, weil in Mietverträgen hat man ja normalerweise auch, und das hatten wir natürlich, Daten drin, die versprochen sind, wann eine Eröffnung ist, wann Mietflächenübergaben sind. Und da muss eigentlich 6 Monate vor Eröffnung alles klar sein. Und die Eröffnung war für den September geplant. Und Anfang März, also genau in diesem 6 Monate vorher Szenario, da hat sich ja dann zugezogen. Wir haben dann so rund um den 25. Februar gemerkt, das könnte jetzt doch noch nicht nur in Wuhan sein. Ja. Und dann in der ersten Märzhälfte hat sich das zugezogen und es ging Schlag auf Schlag. Und dann, es ist ja so, dass man so ein Projekt zu liefern, das hat ja sowieso immer so einen sportlichen Charakter. Da ist man nicht entspannt, 6 Monate vor Öffnung. Und dann kam diese Situation dazu und die hat uns natürlich dann erstmal sehr viel Bauchweh gemacht. Weil auf einmal kam jeden Tag kamen 15 Bad News. Welche Materialien können nicht verschickt werden? Welcher Lieferant musste seine Fabrik schließen? Welche Lieferketten sind unterbrochen? Welche Handwerkerteams können nicht mehr ins Land kommen oder Techniker, um Dinge in Betrieb zu nehmen? Also den Pizzaofen, den ich vorher gezeigt habe, der kommt aus Italien, wie man vermuten würde. Und da kommt natürlich normalerweise jemand von dieser Pizzaofenfirma und feuert den ein. Und ich kann mich noch an die Szene erinnern, da war ein Mitarbeiter von uns mit FaceTime und der Italiener auf der anderen Seite. Nein, du musst da, du musst da. Das gab natürlich ganz viele solche Szenen, ja, dass man über Inbetriebnahme durch FaceTime und der Techniker sitzt in einem anderen Land. Ja. Das ist ja schon zu normalen Zeiten, sage ich mal, eine Herausforderung, so ein Projekt zu eröffnen auf den Tag hin mit allen Ausbauten, mit den Mietverträgen etc. Und ihr musstet ja trotzdem von irgendwas ausgehen. Also wie muss man sich das vorstellen? Seid ihr jeden Tag neu hingekommen, habt eine neue Ausgangslage analysiert und dann festgelegt, wie weiter oder wie war das Vorgehen bei euch intern? Wie ist man mit dem umgegangen? Ja, uns war klar, wir müssen ja jetzt den Mietern sagen, ist jetzt noch der 10. September oder ist er nicht?
Und gleichzeitig eine sehr unklare Datenlage, weil es kommt jeden Tag kommen so viele Informationen rein, die man erst verarbeiten muss und bewerten muss. Und wir haben dann Anfang April die Entscheidung getroffen, okay, wir verschieben das um 2 Monate, rund 2 Monate auf den 5. November. War uns klar, dass das war uns klar, dass das eine, das war nicht safe. Aber wir hatten ja schon die Situation, diese Mieterausbauten waren ja schon geplant oder auch bezahlt, vereinbart, erste Mitarbeiter angestellt bei den Partnern. Also da hat man ja auch eine Verantwortung zu sagen, ja, wir haben immer noch einen Zeitplan. Der ist jetzt eben 2 Monate später. Und dann war das wirklich tägliche Abstimmungssitzungen, um zu gucken, ob es klappt und viele Workarounds. Und da kommen dann eben so Meldungen, diese 7.000 Lampen, die kommen doch nicht. Und dann kriegt jemand den Auftrag, ob man diese 7.000 Downlights auch noch woanders besorgen kann. Der hat natürlich nicht nach 3 Stunden Antwort. Aber da muss man viel damit arbeiten. Ja, wir gehen mal davon aus, dass wir das anders sourcen. Und vielleicht haben wir dann 3 verschiedene Lampentypen. Ist halt so, ja. Solche Diskussionen in der Menge. Und das waren ja auch rund 30 Leute auf unserer Seite, die dann diese Sachen geführt haben und das wieder zusammenlief. Ja. Ist auch eine riesengroße Verantwortung gegenüber euren Mietern. Oh, mit den, die haben ja auch die Planung so festgelegt, dass dann halt der Innenausbau dann fertiggestellt ist und mit der Warenbewirtschaftung oder was auch immer. Ja, ja. Stell mir vor, dass diese Herausforderungen hatten enorme Dimensionen. Ihr habt dann auf so ein Big Bang Opening verzichtet. Also 10.9. war ja dann kein Thema mehr. Man hat es dann in der Öffentlichkeit wahrgenommen, dass ihr aufgemacht habt. Das war, glaube ich, auch kurz vor Weihnachten. Ja, wann war dieses November. Soft Opening? Ja, das war am 5. November. Und natürlich, mein Herz hat natürlich etwas geblutet, weil man möchte ja dann, man ist umgeben von Partnern und alle haben ja Enormes geleistet, damit etwas parat ist zur Eröffnung. Und das möchte man natürlich dann auch mit dem entsprechenden Marketing unterstützen. Aber wir waren dann gerade in dieser Phase, wo wirklich keine Menschenansammlung und Beschränkung von Anzahl Menschen auf Retailflächen, die Schutzmaßnahmen der Gastronomie. Es war einfach nicht das Umfeld, um das zu machen, was vielleicht bei einer klassischen Shopping-Center-Eröffnung dann gemacht wird. Wir haben auch den Roger Federer-Schuh verkauft bei Jelmoli und es war dann auch klar, wir können den Roger Federer jetzt da nicht holen, weil dann kommen dann Leute und dann ist das wieder nicht erlaubt, oder? Wir haben auch gesehen, dass andere Center waren ja da relativ forsch und haben dann auch entsprechend, sind viel kritisiert worden und wir wollten da auch verantwortlich mit der Situation umgehen. Und dann war das ein Soft Opening die Konsequenz. Lief aber trotzdem sehr ordentlich. Das war ja dann zu einer Zeit, als, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, es war so viel hin und her, da waren die Restaurants, glaube ich, offen, gell? Ihr konntet dann ja. Die Restaurants eröffnen. Also wir hatten ja eigentlich vom 5. November bis 22. Dezember gab es ja Gastronomie. Im Dezember kam dann das noch, dass das auf 19 Uhr begrenzt wurde. Das war natürlich schlecht. Klar. Aber wir haben, ja, wir hatten besonders in der Gastronomie sehr viel Zuspruch. Das ist sehr gut gelaufen. Und dann waren wir ja in dem Weihnachtsshopping Zeitfenster, wo ja viele Weihnachtsmärkte waren ja auch dann abgesagt und Leute hatten ja dann doch Bedürfnisse, Dinge anzuschauen und ja, da hatten wir gute Frequenzen und vor allem hatten wir auch am Wochenende eigentlich so Ausflugsverhalten. Also der Park, den wir realisiert haben, der hat auch interessiert. Wir haben eine kleine Parkbahn, die da hoch und runter fährt und ja, die konnten wir gerade mal richtig testen. Die war sehr, sehr beliebt. Das war so ein Feature, das wir uns überlegt haben, ja, 40 Meter Höhendifferenz, aber irgendwo vielleicht auch mit Augenzwinkern, oder? Man kann am Flughafen Zürich auch als Umsteigepassagier, wenn man ein paar Stunden Aufenthalt hat, noch einmal auf einen Schweizer Berg, auch wenn es nur 40 Höhenmeter sind. Das ist die kürzeste Bahn in der Schweiz, habe ich gelesen. Kürzeste. Ja. Ja?
Okay. Ich stelle die Frage trotzdem, obwohl es natürlich schwierig ist. Jetzt, wie ist Circle angelaufen? Das ist in den Zeiten natürlich schwierig, da eine Auskunft zu geben oder schon gar nicht Schlüsse daraus zu ziehen, aber trotzdem kurzes Feedback. Seit diesem Soft Opening am 6. November bis heute, rückblickend. Ja, also ist ja klar, kein Kommerzchef oder Shoppingcenterleiter wird je erzählen, dass das irgendwas schlecht ist. Ich kann wirklich mit Fug und Recht sagen, dass die Gastronomie ist sehr gut angelaufen. Das war so ein richtiges Erfolgserlebnis auch für uns, weil so ein Set von verschiedenen Restaurants, da hat man Ideen und hofft dann, dass es angenommen wird. Das lief sehr, sehr gut. Dann, und wir hatten also wirklich auch von den Frequenzen, wir mussten ja auch Frequenzen messen, auch wegen der Personenbelegung und nicht zu viele Leute. Und wir hatten da auch Security-Personal, das irgendwie die Versammlung verhindern musste. Und wir haben wirklich eine ermutigende Frequenz gehabt. Und das in eigentlich so Ausnahmezeiten. Die Neugier auf was Neues, und das wollen wir jetzt mal sehen. Und das ist ja noch schön. Wir haben sehr viele positive Feedbacks bekommen. Wir haben natürlich auch die Kritik bekommen, ja, so viel Shopping ist es jetzt auch nicht. Ja? Es ist jetzt nicht, man hat vielleicht auch, wir mussten ja bei der Eröffnung das betonen, was öffnen konnte. Und das war dann halt vor allem Retail und Gastronomie. Und von der Größe des Gebäudes haben sich vielleicht ein paar Leute vorgestellt, da gibt es noch viel mehr. Aber wie gesagt, es ist ja auch eine Ergänzung und eine Differenzierung zum bestehenden Shopping. Und es funktioniert auch, dass Kunden beide Seiten benutzen und auch verstehen, für was die da sind. Und USZ ist von Anfang an, das war, vielleicht muss ich auch noch sagen, auf einmal in Pandemiezeiten war die Öffnung des USZ auf einmal des Universitätsspitals, hat eine ganz andere Relevanz, weil sie hier im Circle eben ambulante Behandlungen machen und das auch. Sie wollten eben gerade die Leute, die nicht mit Corona etwas zu tun haben, bewusst an einem anderen Standort bedienen. Das hat auch gut funktioniert. Ist ja klar, wenn man heute in ein Shoppingcenter geht, das sieht natürlich himmeltraurig aus, weil 80% der Geschäfte sind geschlossen. Bei euch ist es natürlich ähnlich. Wenn wir jetzt aber aufmerksam zugehört haben gestern an diese neue Verordnung vom Bundesrat, die ja in Kraft setzt, dann ab 1. März, auch so in Etappen. Wie siehst du da die nächsten Eröffnungsschritte oder Etappen, bis es dann mal, sage ich, bis ihr einen normalen Betrieb habt im Circle? Ja, es sind ja mehrere Komponenten, die dazu kommen. Also die Homeoffice-Pflicht oder die Homeoffice-Empfehlung ist, finde ich, noch eine recht wichtige Komponente. Gut, wir können jetzt am Montag wieder Retail eröffnen, werden wir auch machen. Es wird überall geputzt und ich sehe Warenbewegungen und ich denke, das wird ja auch, da werden wir sicher auch zum Start wird das gut laufen, weil es ja ein paar Bedürfnisse gibt, die verschoben werden mussten. Mit dem Fahrplan für die Gastronomie, der ist natürlich sehr hart für die Gastronomen. Es wurde ja etwas dynamischer vom Zeitplan mit dem Guesting Announcement. Und ich glaube, alle Gastronomen haben jetzt im Kopf, ja, der 22. März, dann geht's los. Und wenn das nicht so wäre, wäre das sicher auch für viele wirtschaftlich ganz schlimm. Für uns ist es. Auch für das Funktionieren des Circles ist das sehr, sehr wichtig, dass das beides miteinander funktioniert. Es ist ja auch nicht wahnsinnig lustig. Ich sitze jetzt gerade bei mir im Büro und ich kann eigentlich außer Sandwich und ein Burger kaum etwas essen. Das beeinflusst sich ja auch die Grundversorgung an einem Standort, beeinflusst ja auch die Attraktivität, hier einen Tag zu verbringen. Und ich kenne viele Leute, die sind vor 3 Monaten im Circle eingezogen für ihren Arbeitsplatz, aber waren genau einmal da, um ihre Kiste auszupacken. Das ist natürlich sehr frustrierend. Und ich glaube, dass ich gehe jetzt schon davon aus, dass wir dann im Monat Mai irgendwie doch wieder in einer etwas schöneren und normaleren Welt leben werden. Ich habe mir selber am 1. Mai, ist ein Samstag,
habe ich mir im Outlook eingetragen, offizielles Corona-Ende. So, Autosuggestion. Schön, also Stefan, also das wünschen wir uns natürlich alle, dass es doch in absehbarer Zeit wieder zur Normalität zurückkehrt. Wie die Normalität aussehen wird, das werden wir dann noch sehen. Ich möchte mich an der Stelle bedanken, Stefan. Ich weiß, das ist eine extrem schwierige Zeit im Moment, Riesenherausforderungen. Kein Mensch weiß, wie es weitergeht. Wir hoffen alle, dass es bald fertig ist und dass wir bald in Normalbetrieb rein können. Ich bin froh, dass du zugesagt hast bei uns am 24. Juni am Swiss Council Kongress uns nochmal einen Einblick geben, dann nicht virtuell, sondern mit mir zusammen auf der Bühne, damit wir dann wirklich auch einen Rückblick machen können auf den Vollbetrieb des Circle am Flughafen. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank für das Gespräch von heute. Viel Glück wünsche ich. Alles Gute. Toi, toi, toi. Und ich freue mich dann auf den 24. Juni am Swiss Council Kongress mit dir einen Rückblick zu machen, einen schönen Rückblick und dann auch einen Ausblick für das weitere Geschehen am Circle. Herzlichen Dank. Ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauer, dass Sie dabei waren. Unsere erste Folge People and Places. Die Idee ist, dass wir eben sehr interessante Menschen und sehr interessante Orte besuchen werden. Das machen wir heute leider da mit Zoom, aber in Zukunft soll das so sein, dass wir dann halt live an diesen Orten sind und live berichten werden. Sie erhalten selbstverständlich eine Einladung für unsere nächste Veranstaltung und ich würde mich freuen, Sie möglichst bald wiederzusehen. Ich wünsche Ihnen alles Gute und machen Sie es gut. Auf bald. Vielen Dank.